So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was jetzt endlich losgeht mit der Schmiedenschau, haben wir zwar als Reinigungs- und Hygienefachkräfte euch noch ein bisschen was zu mitteilen. Wenn euch einer Fragen zu Hygiene und Sauberkeit beantworten kann, dann sind es mir zwar. Aber sag, hat die eigentlich etwa was gefragt? Nee, mich direkt gefragt hat natürlich keiner was. Aber die Leute, die keine Fragen beantworten können, die sind wieder gefragt worden. Ja, also uns kann man jederzeit fragen, wenn man da Fragen zur Hygiene und Sauberkeit hat. Weil wir haben ja da schließlich herin putzt und desinfiziert. Genau. Und da, wenn irgendeiner nicht die Corona-Regeln eingehalten hätte, mei, da wäre was los gewesen, mein Lieber. Ja, meinst du, dass etwas so schmutzige Gedanken hat? Also, schmutzige Gedanken haben wir zwar schon lange nicht mehr. Auch so viel Desinfektionsmittel, wie wir in letzter Zeit eingeschnauft haben. Das stimmt. Aber ob die Gedanken schmutzig sind, von denen ich frage, das kann ich da nicht beantworten. Ich kann da bloß sagen, dass wenn wir zwei allur miteinander in einem Auto fahren oder miteinander allur irgendwo putzen oder miteinander allur irgendwo in einem Hofdaus umeinander standen, dann ist das ganz allur unsere Sache. Genau. Und alle anderen, die jetzt da auch allur miteinander mitgemacht haben, ja, das ist doch auch allur denen ihre Sache. Genau. Und übrigens haben die Verantwortlichen ja auch in Bürgermeister und in der VG Zmerindund noch gefragt, ob das alles so sein darf und ob man auch miteinander nur die Halle benutzen darf. Und weil es ja bloß nur miteinander geht, hat jetzt das so lange gedauert, bis das fertig ist. Nee. Ja, wir haben ja nicht jedes Mal auch dazwischen putzen und desinfizieren müssen. Nee. Und was meinst denn du, was das für eine Sauarbeit ist, das was jetzt dann als Kind in dem Film so zusammen zum Schneiden, dass das die Schmiechenschau wird. Genau, aber sind wir uns doch mal ehrlich, gerade in derer Zeit braucht man doch ein bisschen Ablenkung und Erheiterung. Genau, und wer das nicht haben will, der soll am besten genau jetzt, in dem Moment, sein Bildschirm ausschalten. Genau, und alle anderen, die dabei geblieben sind, ja, denen wünschen wir jetzt bei derer Faschingsgaudi viel Spaß. Schmiechenschau, hello! Guten Morgen, guten Tag und einen wunderschönen guten Abend. Sie haben sich heute für den Spielfilm Schmiedenschau Hello entschieden. Bevor wir allerdings mit der Vorstellung beginnen, muss ich Sie mit unseren Hausregeln vertraut machen. Now listen to the house rules. Unterhaltungen jeglicher Art sind strengstens untersagt. No modern talking. Flüstern ist in Ausnahmefällen erlaubt. Diese sind Herzattacken, Heart Attack, der Lottogewinn, Jackpot oder eine platzende Blase, Explosion of the Balloon. Der Spielfilm hat kein Ende. Es gibt allerdings einen Notausgang, den verrate ich Ihnen aber nicht. So, nun beginnen wir mit unseren Startvorbereitungen. Soundcheck bitte. Test, Test, 1, 2. Passt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gute Unterhaltung. Legen Sie sich zurück, denn jetzt kommt der absolute Hammer. Viel Spaß! Du? Wie schaut's aus? Geht noch heute? Hertha, ich kann nimmer. Ich kann das Bier vom letzten Arsch am Mittwoch nimmer sehen.
Wie lange müssen wir das noch saufen? Ja, bis gar ist das besser. Der Getränkewecker liefert vorher nichts anderes. Also, wie schaut's aus? Nichts mehr. Nee. Das wäre denn hier gar. Was wünschst denn du, wie lang das noch dauert, bis gar ist, wenn nichts los ist in der Halle? Und die Selbstständerin da, die kann die Arbeit nicht mehr sehen. Warum sind die jetzt auch schon abgelaufen? Ach nein, Rosenmontag, 15.02. Ja, dabei werden wir schon zusammen gegessen haben. Prost, Prost. Ui! So kann das nicht mehr weitergehen. Die ganze Kultur geht die Schmierhach nach und wir hocken da rum und schauen zu. Deine Finger sind schon total rundgefeichelt und du, Bertha, lässt mir auch schon einen Parkplatz feucht gewischt vor lauter Langeweile. Ja, mei! Schluss! Ihr schaut jetzt, dass ihr rauskommt und schaut, ob im Dorf irgendwo was los ist. Ihr sucht jetzt den Fasching und ich schau, dass ich vom Komitee übernehme. Das ist eine gar komplette Idee nicht, Hertha. Ja, dann ist vielleicht doch wieder was los. Und nur dazu mit Spiel, Spaß und Spannung. Das stimmt schon. Über das letzte Jahr hat sich ein Haufen Dreck angesammelt. Ich weiß schon, wo wir da hingegangen sind, dass wir vom Leder, irgendwann mit dem Fensterleder putzen können. Ja, also, auf geht's. Auf geht's, schaut's, dass weitergeht's. Lisa? Ja, genau, übrigens. Genau. Pass auf. Hallo zur ersten Ausgabe der Schmiechenschau. Hello! Ja, nach dem Erfolg der Prunk- und Stunksitzung vom letzten Jahr haben wir uns gedacht, wir machen wieder was und haben aufgerufen, Einsendungen zu schicken. Wir haben sehr viele bekommen und wir haben ein buntes Programm zusammenstellen können mit Spiel, Spaß und Spannung. Mein erster Gast heute im Studio, die Präsidentin vom Faschingskomitee, Lisa Huber. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dir was mitgebracht. Oh, sehr schön. Das schaut nach Faschingsmotten aus, aber der ist eingeschweißt. Was hast du damit auf sich? Genau. Wir haben ganz Corona-konform heuer eingeschweißt und haben dir noch einen Kuss von der Prinzessin mit dazu. Den packe ich natürlich gleich aus. Genau. Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei dir sein darf. Freut mich, dass ich wieder mit dir in Anführungszeichen auf der Bühne stehen darf. Auch wenn wir heuer kein Publikum haben, freue ich mich trotzdem auf einen schönen Abend. Sehr gerne. Und hier haben wir auch den Busmann, ich zeige dir mal die Kamera. Und Stichwort Publikum. Wir haben ja kein Publikum hier im Saal, leider. Bitte, liebes Publikum da draußen, nutzt die Kommentarfunktionen. Wir brauchen irgendeinen Applaus. Wir müssen ja Feedback kriegen von euch. Also schreibt was rein oder schreibt auf Facebook oder WhatsApp oder wie auch immer. Wir können alles empfangen. Genau, legt's los. Lisa, du hast mir ein Getränk mitgebracht, einen Wein, diesmal, einen Rotwein. Und ich trinke ja immer das, was meine Gäste trinken. Und somit gibt es heute einen kleinen Rotwein. Lisa, Prunk und Stunk. Was ist eigentlich Prunk und Stunk? Ja, ich denke, bevor ich dir das erkläre, schauen wir uns den kleinen Beitrag an, den wir bekommen haben. Es gibt Leute, die das einfach besser können. Genau, da haben wir ausgewiesene Experten dazu befragt. Da haben kleine Kinder getanzt, es war die Garde da, man steht auf der Bühne, der Christian hat sehr viel geredet, man hat lustige Sachen gemacht und es war bunt. Da kann man tanzen, was essen, leckere Getränke essen, Krapfen essen, kann man singen, Luft draußen pusten. Und kann man Süßigkeiten aufheben, deswegen, da fahren immer so komische, wie heißen die, komische Sachen, die in Fasching rumfahren. Bei uns, bei Antonia waren noch diese komischen Fahrzeuge.
Und vorne war dieser Mann, der Süßigkeiten rausschmeißt. Darf man sich Kostüme anziehen und Süßigkeiten rumschmeißen? Es schmeißt Konfetti, da dreht er die Garde auf und es ist bunt geschminkt und da gibt's Kinderschminke und da gibt's Essen. Ja, jetzt wissen wir zwar, was Prunk und Stunk ist, aber jetzt wissen wir nur noch, was mit Fasching ist. Das stimmt. Aber ich habe mitbekommen, dass du aus dem Team losgeschickt hast. Dann würde ich sagen, schauen wir doch da mal rein, vielleicht haben die schon was rausgefunden. Gute Idee. Die holen wir uns mal an, wo die gerade sind. Schaut so aus, als hätten sie Fasching schon gefunden. Ja, Spaß haben wir auf jeden Fall. Hallo! Hallo! Ja, hallo? Bei euch ist ja lustig. Du, wo seid ihr? Habt ihr Fasching schon gefunden? Du hast uns doch gerade nicht losgeschickt. Jetzt hab halt ein bisschen Geduld. Genau. Und außerdem sagt der alte Putzfrau, weil es halt die Stunden bringen fehlt. Ja, aber schaut her, ich war auch nicht untätig. Ich habe die Lisa schon ins Studio eingeladen. Hallo? Hallo? Und wir plaudern schon, was wir denn alles losmachen können in Fasching. Aber wie schaut es bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Ziele oder Ideen, wo ihr noch hinkommt, wenigstens? Gerade genug haben wir doch. Ich gehe zum Beispiel in den Feuerwehrhaus ankommen, gell? Mein Vater war doch alles Highlight schlechthin. Ja, und im Blut natürlich auch. Genau. Genau, das ist doch nicht ohne Fahnen. Mein Rathaus ist ja der Dreh- und Angelpunkt von jeder Gemeinde, gell? Und außerdem habe ich mit Bürgermeister noch recht offen. Das stimmt. Ja, aber sagt mir, mit was seid ihr da eigentlich unterwegs? Ja, das ist der Kraft von Mutter IT. Weißt du, das ist zwar das schönste und größte Auto, wo da noch ein Antwort, aber mein gecheckten Bauwerk auch mir jetzt mal. Weißt du, mit dem Hof verputzt sein? Du bist doch mein. Ja, ist schon recht, meine Damen. Danke für den Zwischenbericht und wir zeigen wieder, ja? Servus. Tschüss. Ja, das ist doch der ideale Zeitpunkt für die erste Werbung. Wie in jedem Kanal gibt es auch im Schmiedener Faschingskanal Werbung. Aber keine Angst, immer nur ein Spot. Nach einem Spot sind wir zurück. Bitte dranbleiben. Entscheidend ist nicht mehr, wo wir arbeiten und uns aufhalten, sondern wie und was wir tun. Um die technischen Herausforderungen in dieser schnelllebigen Welt zu meistern, sind wir für Sie da. Eine schnelle Internetanbindung wird für jede Immobilie immer wichtiger, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit für einen kostenlosen Glasfaseranschluss. Wir beraten Sie gerne. Wir sind zurück von unserer ersten Werbepause. Lisa, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit Komitee, mit Garde im Lockdown? Das ist doch bestimmt super schwierig, wenn Sie ihn treffen. Ja, also das ist grundsätzlich schon schwierig, weil wir einfach ein aktiver Verein sind. Das heißt, selbst der Zusammenhalt in der Gruppe, der leidet darunter schon ein bisschen. Aber wir haben trotzdem versucht, die Mädels fit zu halten, indem wir einfach online versucht haben, ein Training zu starten, indem wir sie mit Videos versorgt haben. Also wir versuchen schon, dass wir in Kontakt bleiben und dass wir auch fit bleiben. Ja, sehr schön. Da haben wir auch ein Beispiel und das schauen wir uns doch gleich an, wie das dann verstanden wird. Genau. Garde-Mädel-Check, zeig mir, wie du marschierst. Zeige mir 4 hohe Beinsprünge. Zeige mir einen Winkelschritt. Zeige mir einen Hacke-Spitze-Schritt.
zeige mir deinen Lieblingsschritt. Aber der Umzug, der wäre ja heuer gewesen und fallen aus. Schade, schade, schade. Ja, also da blutet auf jeden Fall mein Herz und ich denke, und viele andere auch. Wir haben uns einfach so auf den Umzug gefreut, vor allem weil er heuer auf Valentinstag fällt und für uns halt so das Fest gestanden ist, dass wir den Tag im Motto der Liebe feiern und auch so viele Ideen schon gehabt hätten. Also das tut schon echt wirklich weh. Auch wenn wir natürlich wissen, dass die Gesundheit im Vordergrund steht und dass es alles so richtig ist, wie es läuft, tut es trotzdem weh. Und wir haben als Vorstandschaft wirklich lange die Hoffnung gehabt, haben die Deadline auch immer wieder nach hinten verschoben, aber vom Bauchgefühl her hat man dann irgendwo einen Punkt erreicht, wo man einfach weiß, nee, das wird nichts mehr. Apropos Bauchgefühl, da haben wir wieder unsere Experten, die im Begriff zu erklären haben. Da tut es manchmal weh, da kitzelt es manchmal und da, wenn man zu viel gegessen hat, dann tut er auch manchmal weh und er ist manchmal dick und dann, wenn man eine Spritze kriegt, dann tut der Bauch manchmal weh. Das Bauchgefühl kenne ich nicht. Und das Herz ist hier an der Seite. Und im Bauch sind auch manchmal Schmetterlinge. Und wenn man was isst, das wo man gar nicht mag und das wo gar nicht so lecker ausschaut, da kann der Bauch dann manchmal verletzt sein. Und wenn man Eiszapfen isst und die schmutzig sind, kann man auch manchmal krank werden. With my boyfriend's weight. We'll be right back.
Frage zum Beispiel, hat jetzt das so ein Monstrum Auto sein müssen? Hm? Ja, anscheinend. Aber wann ist jetzt das eigentlich gekommen, das neue Feuerwehrauto? Das ist doch schon die Sommerferien gekommen. Das ist schon zeitlang da. Ja, jetzt wo du schon sagst, stimmt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber wo steht jetzt eigentlich der Wurzentempel? Was steht jetzt der Wurzentempel da herum? Wieso soll der da stehen? Ja, ich hab mir gedacht, der steht auch wieder raus, falls er für ein neues Feuerwehrauto kommt. Das kommt doch nicht ein Wunsch, ist ein neues Feuerwehrauto. Was glaubst denn du? Aber du, wie schaut denn das eigentlich aus? Müssen wir das jetzt abputzen? Nein, 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 Herr. Das Auto sollen nicht die putzen, die das so dreckig machen, gell? Ja, Zeit hätten wir ja. Ja, das schon. Ja, munchst du, dass in so einem Mordstrom Feuerwehrauto auch ein gescheiter Besen drin ist? Ja, da könnte schon ein Besen drin sein. Weiß nicht. Für was brauchst du denn? Ja, da hinten, an dem Glascontainer. Da flackert schon wieder so viel Scharm am Boden dran. Das gibt's doch nicht. Warum liegen jetzt da hinten alle so viel Scherben umeinander? Da ist der Lockdown-Schütz, sag ich dir. Ja du, keiner kam ja wohin. Ja. Jeder sauft daheim, nur zu zweit. Ein Hausstand mit einer Person. Wer weiß, wie es nächste Woche weitergeht. Ja, ich weiß kein Mensch. Also. Aber deswegen müssen die Leute ja die Flaschen, die leeren, auch nicht sofort zurückbringen. Die sollen es halt bringen, wenn sie wieder nüchtern sind. Ja, dann hätten sie die Löcher von dem Container vielleicht auch ein bisschen treffen. Da hast du recht. Das sollte der Bürgermeister mal in die Moorblätter reinschauen. Ja, das wäre geil blöd. Ja, aber mit dem Fasching ist auch nichts los da drin, gell? Wobei es schon bärig ist, das Auto. Ja, das ist wohl bärig. Also da, im Monat, da stehen es den Jährigen nichts mehr nach mit dem Monster-Auto. Na, da können sie sich schon sehen lassen, unsere Feuerwehrler. Aber wie du vorher schon gesagt hast, Fasching ist da auch. Nein. Was tun wir noch? Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Irgendwo lässt du dann in Gottes Namen schon das Fasching hin. Ja, jetzt kann man mal hinaus, dann überlegen wir uns, wo wir als nächstes hingehen. Lisa, der Umzug fällt leider aus und das ist ja die Haupteinnahmequelle vom Faschingskomitee. Wie wirkt sich denn das finanziell aus? Das merkt man auf jeden Fall. Also wie du sagst, Haupteinnahmequelle, das heißt von dem Faschingsumzug leben wir 2 Jahre lang. Wenn der nicht ist, dann ist halt einfach das Geld nicht da und das tut uns schon als Verein auf jeden Fall weh. Deswegen freuen wir uns auch immer wieder, wenn wir Spenden kriegen von Leuten, die einfach bereit sind, ein bisschen was Gutes für den Verein zu tun. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an alles, was uns erreicht. Wir freuen uns da wirklich immer sehr drüber und hoffen jetzt einfach, dass es nächstes Jahr wieder normal weitergeht. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich schon versprochen habe, und zwar die Spannung. Wir haben jetzt einen Begriff von unseren Experten erklärt zum Mitraten. Bitte. Und der Kinderspielplatz und Kindergarten Rasenmähen. Kindergarten Stellan. Und da. Und. Tut er noch. Er tut er noch. Urlaub fahren. Und. Die fahren auch mal mit dem Rasenmäher um. Da spiele ich mit ihm, mit der Axt, immer da so nein kippen. Nein, nicht. Hat immer eine Arbeitssäge an und hat fast keine Zähne mehr. Ja. Der tut für uns immer Rasen mähen. Und dann tut er an den Ecken mit den Dings da die Dinge wegnehmen. Das Gras an den Zäunen. Ja. Im Winter sieht er sich nackert an und im Sommer
ist, dann sieht er sich warm an. Also gestern war er mit dem Moped unterwegs und sonst immer mit Markus sein Fahrzeug. Er hat eine orange Hose, er ist manchmal nackert oben, hat eine Mütze auf, dann hat ein Rasenmäher, Fahrzeug, ein Bulldog und gibt den Kindern immer Gummibärchen. Ein orangen Auto mit einem orangen Auto. Mhm. Also ich habe eine Vermutung, bin mir eingeholfen, sicher, dass es unser Gemeindearbeiter der Nico sein könnte. Genau, das war der Nico. Genau, aber nur Gemeinde, da würde ich nur kurz gerne das Wort übernehmen. Und zwar möchte ich mich an der Stelle bei der Gemeinde bedanken. Zum einen für die Hallennutzung, dass wir jetzt unsere Aufnahmen drehen durften und dann zum weiteren allgemein für die Zusammenarbeit. Also ich bin da wirklich immer froh, ich kann mit allem kommen, kriege immer Unterstützung. Deswegen an der Stelle ein großes Dankeschön an die Gemeinderäte und natürlich an unseren Bürgermeister Josef Becker. Danke, Lisa. Ja, und somit wären wir schon am Ende von unserer ersten Ausgabe der Schmiedenschau Helau. Ich hoffe, wir haben euch ein paar vergnügliche Minuten bereiten können. Uns hat Spaß gemacht. Wir haben mal Gaudi gehabt. Und bleibt bitte dran, wir haben noch was im Köcher und es gibt sicherlich noch eine weitere Ausgabe. Schönen Abend und danke fürs Einschalten. Oh, we know it.